Die Pionierin. Wie Deutschlands erfolgreichste Fußballtrainerin Monika Stab über ihren Sport weltweit für Frauenrechte kämpft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You want to make the goal? So we do now shooting over there in the big goal. 2, 4, 6. Fußballtraining mit 60 Mädchen und Monika Stab. Jungs müssen draußen bleiben. Eine Herausforderung. 12. Ihr müsst auch mal ein bisschen aufpassen auf die Bälle, dass die nicht wegkommen. Okay. Ja, weil das ist hier ziemlich schnell gemacht, dass die Bälle wegkommen. You have to be ready to get the ball. So now you pass, run. Yes. Fußball ist nicht allein Männersache. Dafür kämpft die Deutsche ihr Leben lang. Erst in Deutschland, dann überall auf der Welt. Jetzt hier in Gambia. Hier wie überall geben Jungs ihren angestammten Platz nur ungern her. Mädchen sollen merken, sie können das, was Jungs können. Ich meine, das ist ja das, was wir machen wollen. Ne? Wir wollen den Mädchen das Gefühl geben, sie machen ein Tor, sie fühlen sich glücklich. Weil ich glaube, die Jungs haben das einfach, wenn sie klein sind, haben die diese Glücksmomente, diese Erfolgserlebnisse. Und wenn du merkst, du wirst also gelobt und du kriegst ein gutes, positives Feedback, die Kinder, die lachen und sind einfach fröhlich. Und das stärkt dein Selbstbewusstsein, das stärkt dein Selbstvertrauen. Und das brauchst du einfach, um durchs Leben zu gehen. Hey, I want you to get out. Quickly, quickly. Ja, wir hatten 9 Bälle, jetzt sind es nur noch 2, 4. Put the ball down. Put the ball down. Where are the other balls? Du kannst nicht trainieren und dann noch nach deinen Bällen schauen. Es ist unmöglich, ja. Aber das ist Afrika, ja. Das kleinste Land Afrikas, Gambia. Rund 2 Millionen Einwohner. Bis vor kurzem noch Diktatur, ist das Land in einem Entwicklungsprozess. Eines der ärmsten des Kontinents, gesellschaftlich langsam im Wandel. Sie will hier für 2 Jahre Aufbauarbeit leisten. Ja, Abenteuer ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das Wort. Ich denke mal eher so die Herausforderung. Ja. Ich packe natürlich gerne an oder ich versuche natürlich gerne, was zu erreichen. Ich denke, das ist ja auch meine Art oder was ich bisher im Leben gemacht habe. Aber teilweise natürlich sehr erfolgreich, aber ich habe es halt angepackt. Und meistens, wenn ich was angefangen habe, will ich es auch zu Ende führen. In Deutschland ist sie die erfolgreichste Fußballtrainerin aller Zeiten. 4 Meisterschaften, 5 Pokalsiege, der erste Europapokal für eine deutsche Mannschaft. Sie hat Spielerinnen und das Spiel geprägt, den Sport, der früher oft von Männern belächelt wurde, gesellschaftsfähig gemacht. Vor 11 Jahren hat sie genug vom Job als Präsidentin und Trainerin vom FFC Frankfurt. Und beginnt eine 2. Karriere als Frauenfußballentwicklungshelferin. Angestellt beim Deutschen Olympischen Sportbund, entsendet auch durch das Auswärtige Amt. Von Jordanien bis zu den Cookinseln in bislang 29 Länder. Jetzt ist Gambia dran. Good morning, Mr. President. How are you? Ein Meeting beim Zimmernachbarn, dem Präsidenten des Fußballverbandes. Es geht um das Projekt. Sie wollen Fußball für Mädchen in den Grundschulen auf den Lehrplan bringen. Da braucht es die richtigen Leute und Geld. Sie hat eine Menge Wissen und Erfahrung im Frauenfußball. Sie hat die Leidenschaft und den nötigen Zug. Sie ist mit allem sehr viel schneller als wir alle. Wir sind zwar sehr viel jünger, aber wir können mit ihrer Geschwindigkeit kaum mithalten. Das ist das, was wir brauchen. Wir liegen weit zurück und wir erwarten, dass sich etwas entwickelt. Monika Stab wird von Saini Sisoro unterstützt. Die ehemalige gambische Junioren-Nationalspielerin ist seit einem Jahr Koordinatorin für Frauenfußball in Gambia. Für 2 Jahre sind sie ein Team. Das macht dir dann auch Spaß, ja? Ich meine, so alleine zu kämpfen auf weiter Flur, den Kampf, die Battle gewinnst du nicht. Ein 3-tägiges Seminar. Grundschullehrerinnen und Lehrer wollen etwas über Frauenfußball erfahren. Alles organisiert in Eigenregie, finanziert durch das Deutsche Auswärtige Amt und den DOSB. Sport, Entwicklungshilfe.
In Deutschland durfte ich erst ab 1970 Fußball spielen, davor nicht. Als Elfjährige, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, durfte ich noch nicht spielen. Der Deutsche Fußballverband hat es erst mit dem Protokoll vom 30. Oktober erlaubt. Ich erinnere den Tag genau. Sie haben gesagt, jetzt dürfen Frauen spielen. Als Mädchen oder Frau zu kicken, ist hier in Gambia noch lange keine Selbstverständlichkeit. Lehrerinnen und Lehrer lernen Fußball und wie sie diesen Sport an ihre eigenen Schülerinnen weitergeben können. Ich möchte nicht, dass sie nur so rumlaufen, ohne Ball, gelangweilt, unglücklich. Wir wollen sie dazu bringen, dass sie darüber nachdenken müssen, was sie da tun. Wir wollen die Sinne schärfen. Das heißt, dass sie jederzeit aufmerksam sind. Sie muss immer reden. Ja, jederzeit kann Monika reden. Sie ist so voller Energie, das hat sie in ihren Adern. Der nächste Tag. Ein Treffen mit der frisch gewählten Bürgermeisterin der Hauptstadt Banjul. Mit ihr wollen Monika Stab und Saini Sissore eine wichtige Fürsprecherin gewinnen. Das ist nicht schwer. Drei Frauen, eine Meinung. Es muss mehr getan werden in Sachen Gleichberechtigung und Frauenfußball. Sie wollten so ein Programm schon mal machen, aber alles nur Blabla. Dann aber kam wieder eine Haushaltssperre bei den Finanzen und sie konnten es nicht weitermachen. Also wenn die beiden jetzt hierher kommen, dann ist das für mich wie ein gefundener Diamant. Das Stadion der Unabhängigkeit. Gambias größte Arena. Großer Auftritt der Polizeikapelle. An diesem Abend steigt hier das Fußball-Supercup-Finale der Männer. Und davor dürfen zum ersten Mal überhaupt die Frauen ihr Spiel Meister gegen Pokalsieger hier austragen. Eine Pflichtveranstaltung für Monika Stab und Saini Sissore. Kein Spiel, das Massen anlockt. Ich kann mir vorstellen, dass gleich mehr Leute kommen, weil sie auch sicher die Männer sehen wollen. Aber sie sehen ein bisschen vom Frauenfußball und das ist doch toll und eine gute Werbung für Wissen. 40.000 Zuschauer passen hier rein. Vielleicht 100 wollen das Spiel der Frauen sehen. Sehr ähnlich sah es früher in Deutschland aus. Das DFB-Pokalfinale der Frauen 2002 wurde vor dem der Männer ausgetragen. Mit Polizeikapelle und vor leeren Rängen. Monika Stab hat all das schon einmal erlebt. Als Trainerin. 5 Pokalsiege in Folge für ihr Team. Am Respekt der Öffentlichkeit, der Gesellschaft hart gearbeitet. Sie sind hier auf dem richtigen Weg. Die Qualität der Spielerinnen wächst langsam. Red Scorpions gegen Interior, die Mannschaft der Polizei. Sie gewinnen mit 2:0. Das Spiel im großen Stadion. Wieder ein kleiner Schritt voran für diesen Sport in Gambia. Für Monika Stab eine Bestätigung, hier etwas bewegen zu können. Man erlebt hier so viele herzliche Dinge, dass das Heimweh dann so ein bisschen hinten dran gestellt wird oder nicht ganz so schlimm ist. Ne? Ein freier Sonntagnachmittag. Den Spaß gönnen sich Saini Sissore und Monika Stab ab und zu. Eine Runde Strandfußball. Das Papier zur Durchführung des Schulprogramms ist inzwischen von allen Beteiligten unterschrieben worden. Die Jungs werden sich daran gewöhnen müssen, dass in Gambia demnächst immer mehr Mädchen kicken können.